Guten Morgen, Mahlzeit, Hallo oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Schön, dass ihr den Weg zu Petrolis Landleben gefunden habt und willkommen in meinem Zelt, in meinem Spalterzelt, in meinem Holzbearbeitungszelt, da wo ich meine Maschinen stehen habe und da wo wir heute sind. Im Hintergrund seht ihr den Liegenspalter von der Firma Binderberger. Wir werden von Binderberger nicht gesponsert. Alles, was ich sage, sind meine persönlichen Eindrücke. Wir haben das Gerät jetzt ungefähr ein gutes Jahr, haben so, ich würde mal sagen, 120 Festmeter damit gespalten. Und das ein oder andere finde ich bei dem Gerät super. Das ein oder andere, muss ich ehrlich sagen, gewöhnungsbedürftig. Vielleicht mache ich einen Bedienerfehler, deswegen würde es mich freuen, falls ihr einen guten Tipp da für mich habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten zeige ich euch mal, was ich meine und wie so meine Erfahrungen sind. Fangen wir mal ganz unten an. Das ist hier quasi die Aufnahme. Was sich ganz gut bewährt hat, ist, dass es hier die Kante gibt. Das heißt, wenn ich größeres Holz reinrollere, dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Was ich erstaunlich fand, war, dass wenn das ein oder andere Holz mal vom Spaltertisch rutscht, dann passiert sowas wie hier. Da hat die Rampe schon richtig einen mitbekommen und das ist dann so das Ergebnis. Da kann natürlich die Hersteller nichts zu. Das ist vielleicht auch mein Bedienerfehler, aber ganz ehrlich, ich meine, da muss man es vielleicht auch mal einen Millimeter dicker bauen. Aber die Rampe funktioniert, will ich damit sagen. Das sind vielleicht eher Gebrauchsspuren. Ich meine, es ist ja auch kein Schönheitsartikel. Damit kann man natürlich leben. Und das finde ich sehr gut, dass es hier die Kanten gibt, auch dass es hier die Rasten gibt, dass einem, wenn man mehr Holz hat, das entsprechend nicht runterrollt. Das funktioniert sehr gut. Was ich persönlich komisch finde, ist, wenn ich das Holz hier bündig ranziehe und hebe es mit der Rampe hoch, dann ist es immer so, dass das Holz, wenn es dann rausrollt, hier gegen den Stempel rollt. Nach meinem Dafürhalten, entweder hätte das ein Stück weiter nach da sein müssen oder der Stempel hätte ein Stück weiter nach hinten fahren müssen. Also es kommt manchmal mal vor, wenn man genau guckt, dass man immer noch das Stück Holz hier rüber zieht. Ich werde nachher gleich noch mal ein Stück Holz spalten. Dann seht ihr das. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, warum das nicht genau übereinstimmt. Wie gesagt, vielleicht ist es mein Fehler. Ansonsten gucken wir mal hier jetzt rein. Man sieht es auch von hier unten. Gucken wir mal runter zusammen. Hier sammelt sich natürlich immer jede Menge Holz. Was dazu führt, wenn ich das jetzt, ich mache das hier natürlich mal weg. Ja, jetzt kann man sagen, das muss man natürlich von Zeit zu Zeit mal wegmachen. Von Zeit zu Zeit heißt dann aber schon fast jede Stunde. Dann kann das dazu führen, dass sich das Gestänge hier verkantet. Entweder geht dann der Spalter gar nicht erst zurück oder er geht nicht richtig nach vorne. Und das ist natürlich auf beiden Seiten so. Das heißt, man muss immer darauf achten, dass hier kein Holz liegt. Und dann muss man das hier rausholen. Dass hier unten natürlich auf Dauer dann das liegt, was man wegspaltet, ist klar. Das muss man dann hin und wieder mit der Schippe wegmachen. Da kann die Firma Binderberger auch nichts zu. Aber ich weiß halt nicht, ob man dann unbedingt dieses Blech hier haben müsste. Wenn das gleich runterfallen würde, wäre es vielleicht einfacher und würde einen daran nicht hindern. Es ist jetzt kein Drama, aber muss man einfach mal bei anderen Spaltern gucken, ob das ein Problem ist. Was viel mehr ein Problem ist, meiner Meinung nach, sind nämlich zwei entscheidende Dinge. Dass hier fährt ja der Stempel hin und her. Und wenn dann Holz gespalten wird, was dann hier liegt, holt man sich das ja mit der Sappi in der Regel ran. Das hier bleibt das Holz oder auch hier bleibt das Holz gerne mal hängen. Und wenn man das dann zurückzieht und sich das hier zwischen verkeilt, hat man fast keine Möglichkeit mehr. Da muss man es wieder zurückschieben und hier rüberheben. Ja, das zeige ich euch aber gleich. Und was meiner Meinung nach auch ein Problem ist, ist, dass das Spaltkreuz ich nicht wirklich bis unten absenken kann. Das heißt, es bleibt immer hier ein Stück weit stehen. Bei großen Stämmen habe ich unbedingt oder brauche ich natürlich manchmal, habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, dass mir das Kreuz in der Breite ausreicht, dann nehme ich hier oben immer den oberen Spaltbereich, weil dann geht es wirklich in zwei Teile durch. Wenn ich mit dem Kreuz arbeite, ist es manchmal bei verästeltem Holz so, dass das, das Ergebnis einfach total schräg gespalten ist. Und man kann dann, wenn man es weiter klein spaltet, kommt man ehrlich gesagt nicht mehr zu schönem Scheitholz, sondern dann sind das immer nur so Stücke, die dann dabei abbrechen. Das ist nicht so schön. Deswegen bei großen Stämmen habe ich es mir angewöhnt, das Spaltkreuz runterzufahren. Und wenn es dann wie bei anderen Spaltern, das habe ich nämlich bei anderen Liegenspaltern gesehen, deswegen bin ich auch drauf gekommen, wirklich flach hier aufliegt, dann kann hier wirklich wunderbar in eins durchgespaltet werden. Das fände ich in der Tat ganz cool, wenn das so wäre. Das Ergebnis bei dem Binderberger, wenn ich es runterfahre, ist, dass ich hier immer dann, ich zeige es euch mal, hier solche Teile dann entsprechend abbekomme. Das ist jetzt zwar mitten gespaltet, aber das sieht dann zum Beispiel aus wie sowas hier. Weil das dann hier unten, der Balken ist hier, das schält sich hier entsprechend ab, spaltet sich nach unten weg. Und meiner Meinung nach müsste das nicht sein, wenn das Ding komplett runtergefahren wäre.
Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir mal in der Praxis und dann geht es weiter, dann erkläre ich euch noch das eine oder andere. Jetzt hole ich mir erstmal eine Birke ran und dann seht ihr, wie es läuft. Starten natürlich wie immer, das Ganze läuft momentan wieder an 400 Volt, also drei Phasen. Das habe ich übrigens zu wirklich 90% gemacht. Also alles, das was der Spalter bisher geleistet hat, hat er mit den Elektromotoren gemacht. Und ich muss ihm auch fairerweise zugestehen, er hat bisher alles klein bekommen. Also wir sind nur einmal in der Buche, die war allerdings auch wirklich so, ist er stecken geblieben, die war super verästelt. Da hatte ich nur die Chance, hinten den Stall wegzumachen und dann den Rest durchzuspalten. Ansonsten hat er alles klein bekommen. Und bei der Birke, denke ich mal, werde das heute auch machen. Ja, ich schmeiße ihn an und ihr seid dabei. Wenn ich jetzt hier durchfahren würde, dann seht ihr quasi, das ist das Maximum. Ja, dann muss ich ihn hier ausspalten. Ich fahre jetzt mal runter, was ich vorhin sagte. Und das ist das Maximum. Ja, also hier muss er jetzt drüber schieben. Und damit komme ich aber auf jeden Fall hier durch. Er kriegt ihn auf jeden Fall klein. Das ist das, was von meiner gewesen wäre, meiner Meinung nach. Dann haben wir den Verlauf der Faser, deswegen lasse ich den mal gleich ganz unten und gucke, dass das einigermaßen gerade hinbekommt. Kreuz jetzt auch hochfahren, aber wenn ich das jetzt so mache, dann muss ich das so machen und
in dem Fall ist es mal glücklich gegangen, aber es kommt auch vor, dass es sich dann hier verkantet. Und dann zieht man es eben nicht so einfach easy rum. Damit der euch nicht auf die Füße fällt, hol ich den erstmal ran. Und jetzt sieht man auch das hier, manchmal ist das nicht so ganz glücklich angeordnet, weil jetzt wenn ich hier drücke, geht der Stamm zur anderen Richtung und eigentlich würde ich ihn ein bisschen mehr nach da haben. Also bleibt nur, jetzt hänge ich an der Kante. Habt ihr die ersten Spaltdurchgänge gesehen? Man sieht das hier mit der Mulde, das ist super, wenn das Holz richtig rund und gerade ist. Also ich sag mal, einen Fichtenstamm, der Stammholz ist, überhaupt kein Problem. Das hier ist eine Birke, das ist wirklich der unterste Teil gewesen vom Baumstamm, der ein bisschen schief noch dazu war. Und dann sieht man natürlich, da muss man genau schauen, wie man das ausrichtet. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob diese Mulde, die man hier reinkonstruiert hat, für so ein Holz wirklich ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Weil man muss es wirklich drehen. Und ihr habt gesehen, wenn ich von hinten ran spalte, verdreht sich das Holz manchmal, dann kommt nur eine Ecke. Das Ergebnis ist klar, Holz ist gespaltet, alles super. Bin mir aber nicht sicher, ob das die beste Konstruktionsart ist. Also deswegen, wenn das bei eurem Spalter besser geht, sagt mir mal bitte, welches Modell, würde mich interessieren. Ne? Also das ist sicherlich Jammern auf hohem Niveau. Wir haben ja hier den Rest nochmal, den mache ich jetzt auch nochmal mit euch weg. Ihr seht das ja hier, den Verlauf. Und das ist das, was ich jetzt meinte, wenn wir jetzt den anheben hier. Die Kante hängt hier rüber und die wird garantiert hier oben von dem Stempel sein. Das heißt, ich muss hier gleich auch nochmal, ich mache es jetzt mal vorher schon mal ein bisschen. Ne, so müsste das ja eigentlich passen. Und dann gucken wir mal, ob das hinkommt und ob das funktioniert. Wegräumen. Fahr das runter.
habt ihr mal gesehen. Das war natürlich für den Spalter und ganz bewusst mal ein Holz gewählt, was eben hinten noch so einen Knick hatte. Und ihr habt ja gesehen, wie es hier aussieht und was das Ergebnis ist. Ne? Das ist dann natürlich nicht das, was man in den Werbevideos immer sieht. Deswegen habe ich es extra für euch rausgesucht. Ihr habt gesehen, der Spalter hatte grundsätzlich damit kein Problem. Es ist also easy zu handeln. Und das, was ich eben auch sagte, das ist jetzt hier in dem Falle, hat man ja gesehen, immer schön, wenn das hier aufliegen würde. Und wenn man es einfach hätte beim Holz zurückziehen, dass man hier nicht an den Kanten vom Spaltkreuz hängen bleibt. Ne? Also man hat gerade beim Zurückziehen, hat man hier einen Haken, da einen Haken und das macht es einem manchmal das Ganze nicht leicht. Klar, so ein Spalter natürlich, hat man einen zweiten Mann, der einem das Holz immer zurückschiebt, dann ist das sicherlich kein Problem. Ich spalte halt viel oft Holz alleine, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Und was man auch gesehen hat, ist diese gelben, ich sag mal mit Ohren hier, da hat sich für mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig ergeben, warum, welchen Mehrwert die haben. Ne? Das große Holz knallt da drauf, das hat zur Folge, dass die Ohren dann immer weiter nach unten wabbeln. Aber einen richtigen Mehrwert haben die in meinen Augen bisher noch nicht dargestellt. Wenn man sie arretieren könnte, dann vielleicht. Ne? Nur dann muss man natürlich aufpassen, wenn sich das Holz beim Spalten eben verknickt, dann kann es sein, dass die eben sowieso runtergedrückt werden. Ne? Deswegen, das, was auf eurer Seite ist, das hat sicherlich seinen Sinn, dass man da nicht reingreift. Und alles andere, muss ich sagen, hat sich auf Dauer eigentlich bewährt. Der Spalter funktioniert gut. Ich würde ihn mir auch wieder kaufen. Bis auf, wie gesagt, diese Dinge. Aber da weiß ich nicht, ob bei anderen Spaltern es nicht ähnlich ist. Und hier in der Mulde, die Führung ist auch soweit in okay. Deswegen kann ich eigentlich sagen, Daumen hoch in Summe. Aber jetzt zum Abschluss kriegt er nochmal ein schönes Holz. Und ich hoffe, dann zeigt der Spalter auch nochmal, wie es denn in schön geht. Und das ist das, was ich meinte. Wenn das hier anliegt, warum schlägt das dann hier gegen den Stempel? So. Schön ist relativ. Man sieht es auch, der hat natürlich ein bisschen eine Biegung. Aber das kriegt er, denke ich, ohne weiteres easy hin. So, das ist eine einfache Disziplin, ne? Man sieht es schön gespaltet, wunderbar, das kann so in eine Säge. Den hier kann man noch mal einmal drehen. Und dann sieht man es hier, das ist das Ergebnis, drei schöne Stücke, den könnte man auch noch, wenn man das möchte. Natürlich kann man den auch gleich gegen das Kreuz fahren, meine Erfahrung ist nur, von Spaltergebnis her sieht es so schöner aus. Klar, einmal mehr gespaltet, also mehr Aufwand, aber ich finde das Ergebnis schöner, weil manchmal ist es sonst so, dass das nach schief zieht, dann spaltet der so schräg durch. Ich weiß nicht, ob das bei euren Geräten auch so ist, ich habe das eben festgestellt, dass es so ist. Ja, das so kurz zum Ablauf. Also wie gesagt, von mir aus kriegt das Gerät einen Daumen hoch mit kleinen Verbesserungspotenzialen. Aber schauen wir mal, ob Binderberger da irgendwas dran macht oder ob das schon Stand der Technik ist. Wenn ich mir andere Spalter angucke, dann haben die hier hinten auch manchmal die Möglichkeit, dass man es besser rüberziehen kann, ob da was nachgebessert wird. Ansonsten, wie gesagt, hat das Gerät bisher tadellos alles bestanden, alles klein gekriegt. Wartungsaufwand hält sich auch wirklich in Grenzen. Vielleicht zeige ich euch nochmal ein Video, wenn ihr gerne möchtet, wie das Ding hinterm Schlepper aussieht. Weil man kann das ja noch abklappen, man kann ja hinten den Stempel noch reinfahren, sodass der wirklich sehr kompakt dahinter ist und man ihn auch bewegen kann. Haben wir bisher nicht gemacht, weil ich stehe hier wunderbar trocken, habe mein schönes Spalterzelt und hole mir die Stämme ran. Wenn es mir zu weit ist, nehme ich einen Bagger und ziehe sie mir ran und schmeiße sie mir rüber. Von daher wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis bald und tschüss!